Naja, erstmal gilt das Buch hier so als antifaschistisches Handbuch und hat ja auch das als Geschichte. Wir haben jetzt in unserer Beschäftigung gemerkt, dass es auch noch etwas anderes verhandelt, vielleicht sogar etwas tiefergehendes verhandelt, nämlich eigentlich eine Frage, die möglicherweise auch Horvath selber sehr stark betroffen hat, nämlich die Frage nach Opportunismus und die Frage, wie verhalte ich mich in so einem System und wie vermeide ich es, durch mein Verhalten das System zu befördern und vielleicht sogar dahin zu kommen, was ja dann mit dem Lehrer passiert, was mit der Hauptfigur passiert, dass er ein Vorbild wird für die anderen Jugendlichen, die ähnliche Zweifel an dem System haben, dadurch, dass er die Wahrheit sagt und dass durch seinen Mut zur Wahrheit andere sich auch aufgerufen fühlen, einen, wie es im Buch heißt, Club zu gründen und in den Widerstand zu gehen. Dieser Punkt interessiert uns insofern, als jetzt die neuesten Horvath-Forschungen eben herausgefunden haben, dass Horvath zwar zunächst emigriert ist aus Deutschland, aber dann wieder zurückkehrte, um Geld zu verdienen, und dass er für die Nazi-Filmindustrie zwei Drehbücher geschrieben hat, dass er um Aufnahme in die Reichsschriftkammer gebeten hat, also dass er auch schwankte in dem Urteil, kann man sich in diesem System bezahlen lassen, kann man dafür arbeiten, ohne sich selber zu verraten. Sie scheint den Jungen nicht gesehen zu haben, ist sie blind? Sie ruft, Hilfe, Hilfe, Verbrecher. Die Herausforderung beim Roman ist immer, wie überträgt man epische Texte in eine Situation auf Figuren, wie macht man da etwas Dramatisches draus. Das war bei dem Roman jetzt nicht ganz so eklatant als Herausforderung, weil es ja eine dramatische Struktur oder zumindest ein Krimi gibt und weil es sehr viel dialogische Situationen gibt. Aber das Schöne bei Romanen und das, was mich auch so begeistert dabei ist, dass sich ja ein Romanschriftsteller in keiner Sekunde Gedanken darüber macht, kann ich jetzt von einem Ort zum anderen springen. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass es hier ständig an unterschiedlichen Orten spielt und es springt vom Klassenzimmer zum Lehrer zu Hause und sofort wieder ins Klassenzimmer zurück. Und das ist eine Herausforderung, inszenatorisch und auch spielerisch. Aber wenn das dann klappt, finde ich das im Moment fast sogar faszinierender, als Stücke zu inszenieren.